Sag mal, kann man auch was gegen die Kackblasen tun? Nö. Das ist ja nur Kacke. Ja. Das ist ja nur asozial. Dann wird man dadurch so rumgeschleudert. Man kann auch nicht richtig ausweichen. Du siehst meine Ausweichzahlen, wenn du weißt, ne? Was für Ausweichzahlen? Ja, du weißt ja da gar nicht. Da steht jedes Mal ausweichen, ja, aber. Ich weiß, deswegen frage ich ja. Ja, wir machen noch den Boss und dann ist es, glaube ich, auch der letzte Akt des Tages jetzt so ungefähr. Ich möchte gerne das Rätsel lösen. Yeah. Ja, mein Fleisch, mach den mal bitte klein. Ich habe nur darauf gewartet. Ich hab's immer gemacht, wenn du da drin standst. Du bist einfach so viel stärker als wir und die Welt ist schon so viel zu weit. Nee, die Welt ist nicht so weit. Kommen wir da nicht hinterher. Vorsicht, Rutschgefahr. Hatten wir denn noch nicht vorher. Dann hole ich mir noch meine Sachen wieder. Warum schmeißt er sich vor den Bus? Der war nichts Besonderes drin, da ist ein Rucksack drin, der gut ist. Ja. Oh, ich glaube für Magie. Inventarslos, Bergbauschaden und Bewegungsgeschwindigkeit. Ach ja, dann ist es der Scorch, Back. Inventarslos bleibt. Du sagst mir jetzt nicht, du machst bis ey, wieso soll ich gleich aber Bewegung ist so besser für mich. Bis 11. Bis um 11. Ja. Yeah. Vielleicht ziehen wir jetzt noch bis um 10 oder so durch, aber bis um 11, das wird nix. Guck mal, ich hab den Boss besiegt. Ganz alleine, ungefähr. Hast du? Minus 1, 2 Leute oder so ungefähr. Minus 1, 2 Leute. Ja, ich kann jetzt gerade keine Mathe. Ich bin gerade mit einem Rätsel beschäftigt nebenbei, ja? Ja. Du musst doch nicht unbedingt Tränke machen, es gibt ja tonnenweise davon. Ich habe ja Tränke, aber... Ja, Rüstung, Movement, kannst alles kaufen. Ja. Ein 29 Tode habe ich jetzt. Nöt. Aha, warum hast du dann eine 11 auf deiner Stirn? Die 11 auf meiner Stirn, das ist nur... Also, das ist eigentlich gar keine 11, das ist ein Pausezeichen, weil ich male mir meine Einsen nur als Striche. Und ich habe mir da ein Pausezeichen drauf gemacht, dass wenn ich mal eine Pause brauche, dann klicke ich einfach drauf auf die Stirn und dann pausiere ich. Das ist keine 11. Funktioniert das immer? Frag von Freund. Welche Freunde? Das immer? Hab keine. Dachte ich mir. Nee, es gibt tatsächlich eine Grifftechnik, wie du, wenn du drei bestimmte Nervenstränge an deinem Kopf gleichzeitig reindrückst, dann schläfst du wirklich kurz ein. Kann aber auch gefährlich werden. Davon ist auch einer an der Stirn. Alchemietisch da. So, ich geh nochmal kurz schlafen. Haben wir das da noch drin? Sendis, wo bist du gerade? Ah, du. Okay. Ich stehe hier. Guck mal gerade, ob der Port schon ready ist. Okay, die haben wir. Dann kann ich die kaputt machen. Die Hexenhaube. Die haben wir schon. So. Rein da mit den Sachen. Juweme. Hey, Matthias, meine Marco-Blödsinn. Bitte gib mir noch einen Tipp. Ich komme nicht drauf. Bitte gib mir noch einen Tipp. Und dann wird's vielleicht was. Die Rätsel heute sind echt krass, was du da mitgebracht hast. Also gut, auf das eine wäre ich niemals gekommen, weil ich da in diesem Thema verstehen sich Spaß nicht so tief drin bin. Ich glaube, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch rausbekommen können. Und hier bei dem weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da drauf kommen kann. Wie alt bist du eigentlich, Julian, wenn man nochmal fragen darf, wie beim letzten Mal? Und du da hey, meine kam. Mom guckt Blödsinn. Was guckt deine Mom denn für Blödsinn? Guckt die beim Center so im Stream zu, oder was? Ach, ich finde dich sympathisch. Du gehst dann off, wann ich off muss. Und wenn du länger machst, mache ich länger, weil ich nicht auf die Zeit achte. Und wenn ich darauf achte, dann sage ich mir, nee, Digi, ich guck den Stream weiter. Sehr geil, so macht man das.
Freut mich auch, dass du das so sympathisch hier findest. Das ist ja die Hauptsache. Ja, das Matthias hat man selber dafür auch immer gemacht. Oft genug. So. Ja, kann ich auch bei dem einen oder anderen mittlerweile nicht mehr so, weil. Ja, aber keine Ahnung, ich habe so viel Lust drauf. Früher war das auch viel mehr dann. Oh, ich muss so früh aufstehen. Ach nee, ich guck trotzdem noch weiter. Ich glaube, der Port müsste für euch jetzt freigeschaltet sein, noch rechts. Flugzeugabsturz. Mehrere der Überlebende sind da seit Wochen. Gruppe A sagt, wir besorgen Essen. Klammern Schildkröten. Gruppe B. Das ist praktisch. Und Hauptcharakter machen Dinge. Es gibt jeden Tag Schildkrötensuppe. Ja. Mhm. Flugzeugabsturz. Matthias heute mit seinem Flugzeugabstürzen. Ich glaube, er ist irgendwie in Flugzeugabstürze involviert, aber es ist auch seine Sache, ne? Jedem das seine, wenn er Spaß daran hat. Mehrere Überlebende. Warum nicht? Seit Wochen. Gruppe A besorgen Schildkröten. Ich dachte, er wäre zurück in die Zivilisation im Restaurant. Warum sind jetzt aber mehrere dabei? Ja, das ist, glaube ich, der Tipp oder die Vorgeschichte. Also Gruppe A sagt, wir besorgen Essen, Schildkröten. Hm. Gruppe B und der Hauptcharakter machen Dinge. Gibt jeden Tag Schildkrötensuppe. Ach ja. Ich muss gucken. Schön, es geht mir auch so. Naja, das mit dem sympathisch finde ich jetzt nicht, aber egal. Ja, ist schon klar, Goskol, ist schon klar. Und Julian lacht. Only Feeds und Flugzeugabstürze. Auch schon Content. Was ist das für Freizeitbeschäftigung, Alter? Ich will es gar nicht wissen. Mach du das deine, ne? Geile Hobbys, wollte ich nur sagen, ne? Interessant. Mal was anderes. Die, ja, die Solarit-Werkbank haben wir ja noch gar nicht, ne? Ne. So, wir lösen jetzt noch das Rätsel und dann war es das für heute. Ich stelle mich hier so lange schon mal an die Seite irgendwo in meinen Schlafsaal. Auch wenn das kein Saal ist, sondern nur ein Zimmer. Na, als Reiter wollte ich. Okay. Habe ich jetzt nicht gehört. Aber was heißt machen Dinge? Das verwirrt mich ein bisschen. Aber gut, vielleicht geht es darum auch gar nicht. Gruppe A sagt, wir besorgen Essen. Gruppe B. Ja, wenn das doch Fragen von so einer Karte sind, kannst du doch diese Tipps ziehen, jedes Mal, ne? Oder täusche ich mich? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn es heißt, Gruppe B und Hauptcharakter machen Dinge mit den Schildkröten, dann haben die vielleicht irgendwelche verstörenden Dinge mit den Schildkröten gemacht. Und dann hat er gemerkt, als er in diese Schildkrötensuppe wieder reingebissen hat, als er in der Zivilisation war, hat er wieder so ein Flashback bekommen, heißt das so? Die Kriegserinnerung oder was auch immer. Und hat sich daraufhin, weil das so traumatisierend war, dann vor den Bus geschmissen. Ich will eigentlich nur ein bisschen Lord nerven, ja, das merke ich. Das ist okay für mich, mach das mal ruhig weiter. Uns fehlen eigentlich nur noch 8 Glimmerholz, dann könnten wir uns die bauen, ne? Holz oder Bretter? Holz. Ist da oben drin oder nicht? 62 und wir brauchen 70. Ich hab sowas nicht. Ich hab aber hier diese Flügelpanzer, diese Pizzastücke. Na, irgendwo rechts in den Kisten, diese grünen. Ist der Depp echt schon von 2012? Der ist doch von 2016, oder nicht? Irgendwo rechts in den grünen? Ja, wegen seinen roten Panzern da. Achso. Falls er die wieder zusortieren will. Will ich gerne, ja. Nee. Glimmerholz war ja nur in diese Gebiet so, unter dem Zahlgebiet. Unter dem Strand, ne? Also, nee, das Kristallgebiet ist komplett drumherum. Ja, aber im Kristallgebiet war das ja. Dann gehe ich mal nochmal was holen, dann können wir uns die mal bauen. Würde ich mal so sagen. Würde ich mal so sagen, dass ich das mal mache. Nee, das heißt auch, das wird so geschrieben, Depp. So wird das geschrieben, DAB. Und der ist, ich glaube, der ist von 2016 oder so, da wurde der irgendwie berühmt oder was auch immer, wenn man das so sagen kann. Ich kenne mich da aber auch nicht genau aus. So. So
dann sortieren wir mal schön die Sachen weg. Mach mal. Nö, war keine genaue Erinnerung. Lord, wenn du auf die Kiste zugreifst, ne? Ja. Da ist noch so ein Kistensymbol und das zweite rechts an dem Inventarsystem davon. Ja. Und da kann ich alles mit einsortieren. Da kann ich einfach an jeder Kiste vorbeirennen und dadurch alles einsortieren. Das ist ja Premium. Wieso wusste ich davon noch nichts? Weil ich das öfters erzählt habe, aber du mir nicht zugehört hast. Ach so. Hat er jetzt seinen Willen bekommen? Wer hat welchen Willen bekommen? Und wenn du Sachen hast wie so Zelte in deinem Inventar, dann packst du die einfach unten. Da sind so zwei Doppelkisten, genau unter den grünen Kisten. Da bist du, glaube ich, ja, hast du gerade im Inventar. Habe ich doch gesehen. Woher weißt du, dass ich Zelte habe? Ich das sehe. Okay. Sorry. Also jetzt haben wir genug dafür. Guck mal, da ist so ein Lagerfeuer, so eine Pflanze, so eine rote, wo du drei Stück von hast. Zwei Zelte unter deiner Nahrung. Die Zelte weiß ich. Die kannst du unten, wenn du bei den grünen Kisten warst, also das waren, glaube ich, zwei silberne Kisten, da kannst du die Sachen reinschmeißen. Das ist so Baumaterial, Dekomaterial mäßig. Ja, okay. Wenn es dir hilft. Weiß das ich nicht. Hat mir geholfen. Mukas gratukas, Senor. So bin ich. Ach so. Bist du? Das ist aber sehr nett. Das weiß ich. So hier die, darf ich die? Ah, nee, ist mir auch scheiße. Doch, kannst du rausziehen. Ja, aber dann habe ich die im Inventar. Was denn? Das Essen? Guck mal, auf deinem fünften Slot. Das brauchst du zum Beispiel nicht. Und Slot 3 und 4 brauchst du auch nicht. Kannst du wegtun. Auch ich nicht. Okay, dann. Also ja, warte, lass mich erstmal Kisten wegsortieren. Dann packe ich das hier rein irgendwo. Das, ja. Glimmerholzfarm hat es aber noch gar nicht gemacht, ne, bis jetzt. Nee, hab ich noch nicht gemacht. Okay. Und schmeißt, wenn du gerade was, wenn du nicht weißt, was hin, links von dir sind so vier Kisten Silber, ne? Das schmeißt alles rein, weil ich die Kiste umsortiere. Links sind, was? Ja, links von dir. Hier, da sind Kisten. Ich schmeiß einfach rein. Das sind aber nicht vier, das hat mich gerade. Ja, ich hatte da, wollte nicht mal, ob das vier oder fünf waren. Weil ich alle Kisten gerade nehme, die. Okay. Sind das mit Ausrüstung in der blauen Schleimkiste? Das ist meins. Ja, weil ich das komplett wegreiße, dann mache ich hier neues Lager hin. Also der Depp. Sorry, 2015, Google ist das für ist alles. Das ist halt eigentlich alles meins hier. Ja, meins, deins. 2015, 4 Jahre alt sein? Crazy. Das ist ja auch ein Bug, glaube ich. Das kann ja nicht wahr sein. Damit das mit dem Inventar ein bisschen besser ist, damit man einfach mehr Kisten dafür hat. Ich reiß hier alles weg, aber die Kisten möchte ich selber behalten. Jetzt keine genaue Erinnerung. Aber was ist denn eine ungenaue Erinnerung? Oder macht ihr das, warte mal, oder macht das hier hinten hin? Warte mal, ich mach dir gerade mal andere Kisten hin. Irgendeine Vorstellung, irgendeine Fantasie oder. Dann pack das mal gleich. Ich stell das hier unten hin. Dann kannst du noch ein paar. Weiß ich, 5, 6 Kisten hattest du, glaube ich. Wunsch, ja, Wunsch, Vorstellung oder Fantasie ist eine ungenaue Erinnerung. Wo unten? Hier? Oder Julian, wie hast du jetzt eine Nachricht gesendet? Hier. Stell mal hier rein, das kannst du nachher. Da ist ja gar nichts drin in der Nachricht. Wie, hä? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ach, verdammt. Guck, da ist ohne. Lord zählt. Ich wurde 2011 geboren, 2015. Was ich rein. Hier? Okay, mit Leertaste. Du hast von Geschmack geredet. Und kann nicht Rechtschreibung. Passt, aber Leertaste kann man einfach so absenden. Ja, crazy. Ich kenne keine App, wo das geht. Ja, okay. Wieder was dazugelernt. Wusste ich zuerst auch nicht. Und dann hat Julie mir das auch erzählt letztes Mal. Lord hat was dazugelernt. Was ist das hier, dieser Typ mit dem blauen Hund? Ja. Ich glaube, das habe ich als Kind mal geguckt. Und blau bin mir aber und nicht schlau. Mehr sicher. Und haben da auch wieder die Serie in 3D gemacht und versaut. Gesundheit. Matthias, bitte quäl den Lord nicht weiter. Es ist so sehr verstrickt mittlerweile. Bitte löse auf. Erlöse den Lord von seinem Leid an diesem Abend.
Auch das Leid, dass mein Mobiltelefon jetzt nicht lädt. Jetzt, das Kabel war nicht richtig drin. Aha. Julian hat Spaß. Julian hat Spaß dabei, nichts zu schreiben. Spaß mit Form. Oh, jetzt wird es gleich... Oh, ich glaube, das gibt gleich Krieg da. Jetzt gibt es gleich richtig Krieg. Gleich ist vorbei. Bin mal gespannt, ob Matthias dann noch durchkommt, wenn jetzt vielleicht die große Spammung losgeht. Da kann mir einer verraten, wo diese Scheiße mit mir jeden Tag kriege ich eine neue rein. Und das nur vom Kacklüften? Mücken? Ich habe mit Mücken gar kein Problem. Ach, ich habe nicht eine Mücke dieses Jahr gesehen. Bei mir nur die sind die auch jedes Mal da. Willst du lüften, damit das hier nicht stinkt wie ein Puma-Käfig nach 12 Stunden? Und dann so eine Pisse. Mann! Tja. Jetzt geht die große Spammung los. Mal gucken, wie gleich die Chatfrequenz steigt. Aber wir müssen mal unterschiedliche Nachrichten zur Spammung schreiben, damit die Frequenz auch hochgeht. Also immer schön unterschiedliche Sachen, unterschiedlich viele Zeichen und so. Nicht nur Leerzeichen. Wenn, dann müsst ihr euch Mühe geben. Gleich kommt YouTube, zack, nö. Doch, das lässt YouTube zu. Jetzt ist die Musik auch leer. Matthias hat noch keine Erlösung geschrieben. Ghost Girl ist zu faul. Okay. Dann soll es so sein. Ach ja, so ist das eben, ne? Was ist das hier eigentlich für eine Schubkarre? Warte. Ich glaube, das ist einfach nur Dekoartikel. Aus der, das ist ein Deko-Artikel auf Fabi reingepackt. Fabi mag das immer, den NPCs solche Deko-Artikel zu geben. Wo ist eigentlich der Friedhof, wenn ich das mal kurz so fragen darf? Weißt du, wie lange ich hier nicht mehr drauf war? Weiß ich nicht. Setzen wir mal mit Centos hier mal kurz. Aber kurz ist gut. Ich esse gerade Tortilla und will nicht spammen. Ja, Juni, ich glaube, das ist schon euer beider Job. Aber... So, ich habe mal das alles rausgenommen, was ich behalte, und den Rest kannst du dann einsortieren. Meins, unseres. Wo ist denn das, was du behalten willst? Boah, jetzt hat aber schon gewirkt, also die Chatfrequenz ist gut hochgegangen dadurch. Und der Rest ist dann egal? Ja. Der Rest ist vollkommen egal. Ich habe ja gestern Tortilla gegessen. Tortilla! Was gibt's bei euch beiden heute noch zu essen? Kann ich sagen, Kotelett mit der Gemüse noch, den Rest. Den Rest, also hast du schon gekocht? Ja, ich habe vorher schon gegessen. Ah, crazy. Ah ja, stimmt, hast du ja noch geschrieben, ne? Und bei dir, Centos? Kotschulle. Noch Nut. Fick dich, Nudelsuppe noch. Ja, das auch persönlich, denn du mit dem Fick dich darauf reagiert. Das war normal. Geil. Okay. Doch, Freundin von Flash Gamer. Freundin von Flash Gamer fragt Julian, wie alt bist du? Julian fragt, warum? Und Freundin von Flash Gamer fragt, das muss ich wissen. Jetzt kommt aber das Interessante. Aufgepasst, aufgepasst. Nee. Matthias Reinhardt schreibt, ich habe das richtig ausgesprochen, der Nachname, weil da noch ein Z ist. Super easy. Flugzeugabsturzgruppe A sagt, da sind viele Schildkröten in Klammern Essen. Gruppe B, Hauptcharakter, ihr bleibt da. Zurück in Zivilisation, Restaurant, bestellt Schildkröte. Schmeckt total anders, gab nur... Oh, da fehlt der zweite Teil. Dürfen wir auch irgendwie einen eigenen Raum haben? Ja, bau dir einen eigenen Raum, wenn du Lust hast, klar. Dann ist aber nur die Frage, wo? Buchst du aus. Nicht, dass das heißt, dass du da was bauen willst. Nein, ich baue auch zu nur drüber rum oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Du kannst hier komplett unten nicht entfalten. Warte, was? Okay. Es gab eine Gruppe A und dann eine Gruppe B. Dann baue ich hier einfach. Ja, gut. Und Gruppe A hat echte Schildkröten gefunden zum Essen. Wohl, ich kann auch diese Ecke hier nehmen. Und Gruppe B hat es zurück in die Zivilisation gefunden. Das war mit einem Restaurant und bestellt da Schildkröte. Aber die Schildkröte, die da verkaufen, schmeckt nicht nach Schildkröte, sondern nach Menschenfleisch. Habe ich das richtig verstanden? Ah, mein Ei noch rausnehmen. Na, das habe ich, glaube ich, hier schon in 13. Ist da drin?
Glück gehabt. Das ist nur mein Bruder noch da weggenommen. Boah, irgendwo links. Ja, Bruder hin und her. Schmeiß es nachher irgendwo hin. Dennis, wo baust du dir dein Räumchen? Hier unten an die Ecke. Brüterschmiede. Von außen oder von innen? Von außen. Crazy. Ja, am besten von außen. Irgendwo. Also ich bräuchte, wenn... Da kannst du den Job haben. Ich bräuchte, wenn hier unten die ganze Reihe komplett durch unten. Welche? Wo, was? Warte. Die hier, ab hier komplett durch. So die Abwehrmauer hier unten weiter durch. Ja, alles gut. Na, okay. Du hast gesagt, da unten, dann mach ich's auch. Wieso kann ich auf dem Wasser hier laufen? Das ist kein Wasser, das ist Kristallboden. Ah, okay, sorry. Sorry! Wurde alles mit Steinziegel gebaut, ne, die Wände? Du kannst auch Holz nehmen, du kannst auch färben. Wenn möchte ich das aber einfach, dass es so passt. Okay, Zendus und mein Fleisch. Das war's für mich vor der Abend. War's das? Warum? Das war's. Schon 10 Uhr. Zendus, ich schreibe dir gleich noch eine WhatsApp, wie das morgen aussieht. Und ja. Genau, ich verabschiede mich erstmal von euch. Und dann sage ich meinem Drem gleich auch noch Tschüss. Jo. Mach das. Ciao, ciao, ihr beiden. Schönen Abend. Ciao, ciao. Viel Spaß, frohes Schaffen und so weiter. Warte. Wo hast du dich ausgelockt? Lock dich mal bitte oben beim NZPC aus, zur Not. Zur Not? Ja, falls dich irgendwie auf den Gedanken kommt, da Kisten hinzustellen oder so ein Quatsch. Okay. Ja, ich bin mal in meinem Bett hier. Ja, perfekt. Gut, dann logge ich mich mal hier aus. Tun Sie das, junger Mann. Matthias, deine Nachricht lese ich gleich nochmal vor. Jetzt muss ich noch meine Maus wieder bekommen. Danke. So, ciao ihr beiden, ne? Ciao, Lord. Ciao, ciao. Blub. Wolltest du noch weitermachen, oder? Ja, ich mach noch weiter. Noch bis 11. Das reicht dann aber auch. Ich will so eine Tür. Okay. Oh, ich bin überlegen. Ah, ne, das kann ich gleich machen, wenn du weg bist. Was denn? Nach mir ein Weihnachtself zu holen. Okay. Und warum kannst du uns kaufen, wenn ich weg bin? Weil er auf dem anderen Server ist. Ah, okay. Die kriegst du von einem Christmas-Event, wann er anschalten kann. Wenn ihr zum Beispiel ein Gottes Essen habt, wir haben ja so massenweise, der macht daraus Geschenke. Ist zwar unnötig, aber kriegst du mit Geld. Okay. Obwohl, aber warte mal, können eigentlich Geld damit verdienen. Könnte man auch machen, ne? Wait a second, das mach ich jetzt gerade eben. Mach mal kurz meine Metall, ja. Wait a second. Leveln habe ich gerade. Zack. Dann kann ich hier auch nochmal einen Skillpunkt reinhauen. Durch sehr Steingrad. Gibt zwar nicht viel dafür fürs Foodie. Aber besser als gar nichts, ne? Ja, man muss mir nachher überlegen. Das Problem ist bei den Rüstungen, was du spielst und was du hochlevelst. Das ist immer so die Sache. Ja, aber ich meine, Geld dadurch zu verdienen durch das Essen. Besser als gar nichts, wenn das. Auch wenn ja, das nicht viel das ist. Geld schluckt halt viel Geld fürs Hochleveln. Du kannst auch zum Beispiel auch deine Lampe, deinen Rucksack kannst du upgraden, die Ringe kannst du upgraden an den Tisch. Schreib Kuske bei mir. Was los? Ach, bei YouTube oder was? Kann Lord sogar nicht eigentlich bei. Kann man bei YouTube nicht raiden? Kann man. Frechdachs. Ja, aber ich raide auch nie, deswegen. Frechdachs. Ja, wen soll ich denn raiden? Was denn? Du willst nicht, dass ich dich Jana nenne, du willst nicht, dass ich dich Ghost Girl nenne. Dann sag doch, wie ich dich nennen soll. Also die Freundin von Flash Gamer, aber das ist mir zu lang. Warte mal, das ist noch. Kann das noch benutzen, das Essen? Nein. Ernte ist gleich fertig. Blub. Naja, sag einfach meinen ganzen Namen, wo ich in Real hab. Ja, nee, ist klar, vergiss es. Sorry, aber vergiss es. Wie ein Kollege.
Simon, Amadeus, Paul, Simon, Dame, Mischke. Gesundheit. Deswegen. Abkürzungen sind immer besser. Aber die Frage ist gerade, ob bei Ghost Girl zwischen den Namen Bindestrich ist oder nicht. Sollte dies nicht sein, muss man den nicht voll aussprechen. Tja, da hast du es gehört. Okay. Ach ja, ich kann das Ei auch immer öffnen. Zack. Oh. Diesmal eine andere Farbe. Was kann man der denn eigentlich? Hast du gerade was geschrieben? Das ist wirklich so. Ja, was? Das muss man auch nicht mehr ausschreiben. Normalerweise, wenn du einen Bindestrich in deinem Namen hast, musst du das komplett auch ausschreiben. Okay. Deutsches Rechtssystem. Ein deutsches Idiotensystem. Das ist korrekt. Das zählt aber halt nicht. Ja. Zack, zack, rein damit. Jetzt habe ich noch einen Wow-Wow gehabt. Nein, Gauskoll, du musst überlegen, wenn du zwischen einen Namen hast, jeden einzelnen Namen Bindestrich hast, dann muss man den voll aussprechen tatsächlich. Also kannst du sogar Zettus dafür zwingen. Rein theoretisch müsstest du dann auch den Namen komplett ausschreiben. Hab eigentlich nichts verstanden, aber auch cool. Bist noch da? Wer? Du. Warum? Weil es gerade so bei dir war. Hey, hast mich auf eine Idee gebracht. Ja, nee, ist klar. Du wolltest den ganzen Zentus dazu nicht. Zentus könnte man doch sagen, muss ja nicht zugucken. Ja. Aber manchmal sind auch Namen sowieso, da kannst du sowieso machen, was du willst. Namen sind oft auch Schall und Rauch. So, 4000 nur mit Essen, mit dem Rest. Okay. War's alles. Ich will nur fragen, welche Idee das ist. Kann nichts Gutes bei rumkommen. Also nicht. Ich weiß nur, dass sie ganz viele Teufel gespammt hat gerade. So, dann packe ich die Angel auch erstmal wieder weg. Fernkampftrank brauche ich eigentlich nicht. Verringert durch Boss erlittenen Schaden. Ja gut, den hätte ich nutzen können. Den Müll, wie ich in der Kiste habe. Den hätte ich nutzen können. Ja, wir haben sehr viel Müll. Eigentlich kam ja auch von mir noch. Mal so ein bisschen was behalten hatte. Selbst den großen Pilz, der jetzt auch noch in der Kiste ist. Brauchst du nicht. Der macht nur... Boah, jetzt lass mich überlegen. Ich glaube, du kriegst... Für eine Minute... Kriegt man überhaupt noch was dafür? Na, ich glaube, da war ja, dass er nichts mehr gebracht hat. Ich glaube, du kriegst da nichts mehr bei, glaube ich. Nichts mehr extra. Wenn du so müde bist, dann geh schlafen. Das könnte man. Haben wir noch mehr von diesen Pilzen, ne? Nö, also ich nicht. Oh ne, das sortiere ich später rein. Du hast gerade die ganzen Kisten, oder? Hm? Du hast gerade die ganzen Kisten, oder? Oder was suchst du noch? Ich guck nur, was ich da noch so reingeschmissen hatte eigentlich. Ja, ich glaube, deinen habe ich von unten nach oben angefangen. Hast du? Meine ich zumindest. Die ganzen Pilze jetzt hatten halt noch mehr Blumen. Die
Bombpaprika hatte ich noch gehabt. Da ist er. Ich nehme meinen zweiten Brüder mal raus. Das wollte ich machen. Man schweißt ihn doch da unten rein in die Maschine. Hä? Ja, könnte ich machen, aber ich will es auch bei mir haben.